Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Heute werden wir alte Pärchenbilder für uns nachstellen. Also die sind schon, wir sind ja 2016 zusammengekommen und kennen uns auch seit Anfang 2016. Also sind die Bilder quasi teilweise aus dem Jahr bis quasi bis heute. Also seid ihr ein paar Bilder auch gar nicht so kennen. Wir haben die vorher rausgesucht aus unserem Handy-Ordner und einfach ein paar, die wir cool fanden, die man nachstellen konnte. Und die werden wir versuchen, mit heute sozusagen nochmal genauso nachzustellen, wie wir vorher da aussahen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich bin auch richtig gespannt, ob wir das hinbekommen, weil die sind halt einfach schon uralt sozusagen. Also ja. 4 Jahre sind halt schon ein Stückchen. Und wir haben uns echt doll verändert in den 4 Jahren. Also besonders Ina, also ich mich gar nicht so doll. Aber schauen wir mal. Das erste Bild, was wir nachstellen, ist das hier. Das ist ein schwarz-weiß Bild und das haben wir, glaube ich, auf dem Weg zum Flughafen gemacht. Deswegen sind wir da relativ warm eingepackt mit Schal. Also haben wir das draußen gemacht, also müssen wir definitiv rausgehen und das machen. Und ich brauche einen Dutt. Schal, einen Dutt und ich habe einen schwarzen Pulli an. Okay. Und normalen Lippenstift und so weiter. Boah, du hast doch voll dicke Augenbrauen, oder? Okay, dann ich leg los. Bobo, du machst dir jetzt einen Dutt, ne, wie ich sehe. Ja, mit so einem Ding. Mit so einem Duttkissen, stimmt. Ich hatte nämlich damals auch immer ein Duttkissen drin, ne? Und jetzt machen wir quasi ein Duttkissen da rein. Was brauche ich? Ich brauche einen schwarzen Pulli, ne? Oh. Zieh ich mir mal an. So. Ups. Ich habe jetzt mir einen schwarzen Pulli angezogen. Bobo eine schwarze Jacke. Und jetzt brauchst du noch einen Schal, ne? Ja. Oh, hier ist was drin. Was denn? Was ist da drin, ne? Weiß es nicht. Jetzt überleg mal so Geld. Ah, Lippenstifte. Und... Wir haben keinen dunkelgrünen Schal mehr, den Bubu da anhatte. Ich halt so einen mit halt du musst ihn ein bisschen dicker machen lassen. Ja, der ist halt so dünn. Der wirkt so dünn. Du musst ihn ein bisschen dicker machen. Fußt er den mal schön auf. So. Dein Schuh? Nee, diesen Schuh sieht man ja nicht. Nee, aber ich meine, weil so, ja, hier. Ist. Die Kamera gehalten, du musst die Kamera halten. Ja, du hast die gehalten. Kurz. Dem rechten Arm. Ich mache auch so. Okay. Du musst meinen Kopf ein bisschen abschneiden, ja? Ja, du musst weiter nach hinten so. Du musst deinen Dutt noch mehr zeigen, der Dutt ist nicht drauf. Oh Gott. Geh mal weiter nach hinten. Ja, ja, so ja. Ist gut. Du musst weiter so? Nach hinten, weiter. Okay, weg. So. Das Bild, was wir uns rausgesucht haben, ist das hier. Das war, glaube ich, auf einer Party oder kurz bevor wir zur Party gegangen sind oder so. Und da hast du nämlich einen Mantel an, hast die Haare geglättet und ich habe mir auch ein kurzes Kleid angezogen. Deswegen muss es eine Party gewesen sein. Du hast so eine Jacke, hast du die Tasche, haben wir definitiv nicht mehr. Nee, die ist du hast einen Ring, auf jeden Fall. Ich hab das Kleid, nee, das Kleid nicht mehr, oder? Das Kleid habe ich weggegeben, nee, oder? Nee, das Kleid nicht mehr. Ich gucke. Lauri hat das Kleid. Let's go! Lass uns gucken. Bubu guckt gerade nach einem dicken Ring. Nach einem Klunker, den hast du übrigens auf dem Mittelfinger. Nee, ich guck einfach nach dem Ring, weil... Hast du den noch? Das ist ja ein Erbstück. Oha, okay, wusste ich nicht. Gut, dann gucke ich mir nach meinem Kleid. Ich habe das Kleid nicht mehr. Das hat meine Schwester. Dann brauche ich was anderes. Okay, Bubu sieht eigentlich aus wie früher. Ich habe jetzt einen grauen Rock, jetzt einfach genau, die Schuhe aber. Ist egal. Okay, jetzt brauchen wir einen Bart. Ne? Ja, wir standen da so. Hier aber hier lassen zu sehen, oder? Ja, aber warte, kommen wir ja nicht an den Spiegel. Ja, stimmt. Warte, ich mache jetzt Licht. Wow. So was. Oh mein Gott, wie witzig. Okay, warte, die Tür war offen. Ja, die war innen. Die war innen. Ja, die war innen. Gut, das geht jetzt nicht. Warte, ich bin hier. Du hast ein Handy so gehabt. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Du kannst ja so einklappen, ein bisschen. Genau. So, warte, so. Ich bin... Du warst größer, weil du hohe Schuhe anhattest. Du musst ein bisschen höher sich stellen. Höher. Ja, okay, jetzt ist richtig. Wie gucke ich? Zeig mal bitte nochmal das Bild. So. Du guckst aufs Handy so rauf und dann... Okay, ein bisschen höher. Okay. Ich dachte am Anfang so, hä, wird das so cool? Was wir das hinkriegen? So aus, macht richtig viel Spaß. Zeig das dritte Bild. Das dritte Bild kennt ihr vielleicht, das ist von 2018. Da haben wir eine Gummischlange aus dem Zebrastreifen uns geteilt. Und müssen wir jetzt zum Zebrastreifen gehen? Nee, wir machen das dann einfach. Also, du brauchst ein Leo-Oberteil. Hab ich nicht. Und musst dir so einen Zopf ein bisschen machen. So ein bisschen weg. Leo-Oberteil. Und ich brauche was Rotes oben, eine schwarze Hose oder was Schwarzes unten und eine Gummischlange. Und eine Tüte in der Hand. Schauen wir mal. Ja, es ist zwar nicht das gleiche, aber es ist Leo. Das ist super. Das sieht aus wie das damals. Ja. Perfekt. Okay, ohne schwarze Hose brauche ich da noch. Da ist eine Jogginghose. Du hattest eine blaue Hose an. Aber sieht man, glaube ich, nicht. Sieht man die überhaupt? Nee,
man jetzt nicht gesehen. Dann ist es egal. Okay, dann könnte ich ja so bleiben. So. Ich habe noch Ohrringe drin. Haben wir die Tüte hier drin? Mhm. Nur. So, das war jetzt, also so viele Outfits hier, ne? Das war jetzt Bild Nummer 3. Jetzt kommt Bild Nummer 4. Das war in Paris. Wo meine Haare, du hast die Haare schon so. Da muss ich sie ein bisschen nach hinten stecken, ne? Die Haare. Ich habe einen roten Schal, einen schwarzen Lederjacke an und einen schwarzen dunkelblauen Pulli. Das ist dieser London-Pulli gewesen. Ah ja. Also dunkelblauen Pulli brauchst du, schwarze Lederjacke und ich brauche einen roten Schal nur. Das war's. Da ich keinen schwarzen Schal, keinen roten Schal habe, muss ich jetzt einen grauen nehmen. Ich habe wirklich keinen roten. Das ist so witzig. Du, ich habe jetzt meine Haare so gemacht. Ich mag die Frisur. Ne? Ja. Eigentlich dreht man so ein, aber irgendwie würde ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr tragen, aktuell. Du brauchst jetzt noch eine schwarze Lederjacke, Schatz. Dann bist du fertig. Was im Auge. Aua. Und dann geht's los. So, du bist rechts von mir. Ich halte so. Ich gucke richtig verpeilt. Warte, mach mal. Ja, oh, du siehst aus wie damals. Krass! Okay. Die Haare, die machen so viel aus. Ja. Krass. Alter. So. Das letzte Bild ist von unserem Kühlschrank. Ist von unserem Kühlschrank. Das haben wir geschenkt bekommen. Ja. Guckt mal, wie süß ist bitte dieser kleine Hund. Da war Charlie, glaube ich, 6 Wochen oder so alt. Also man durfte ihn noch nicht mitnehmen. Und das Bild wollen wir jetzt auf jeden Fall nachstellen. Da brauchen wir auf jeden Fall roten Lippenstift. Den Pulli. Lederjacke, Lippenstift. Na gut, habe ich eigentlich. Lederjacke, eine schwarze Hose und schwarzes Oberteil. Und deine Haare musst du nach hinten stecken. So, ich habe jetzt einen Pulli an, leider nicht so einen, der bis nach oben geht. Die Lederjacke, Lippenstift. Bubu ist auch gerade am Anziehen. Und hier ist auch der Pulli. Ey Leute, ich habe meinen Pulli gefunden. Also, warte. Was heißt gefunden? Der war nie verloren. Nee, der ist halt im Schrank. Die ich nicht mehr trage, aber. Genau, zeig mal. Das ist eine andere Sache. Ja, jetzt mal auf. Achso, ja. Wer hält? Ah ja, jemand hat ja das Foto gemacht. Das ist eine See, da ist halt. Warte mal, wir brauchen ein Stativ. Boah. So, jetzt muss ich die Brille hier aufsetzen. Oh. Das ist voll schlimm, weil es mit Stärke drin. Charlie, Charlie, komm mal her zu mir. Oh! Oh je. So, also ich habe meine Haare so nach hinten gehabt und so, die nach vorne gehabt. Aber ich kann dich nicht mehr so halten wie früher. Und du musst jetzt nach vorne gucken, Charlie. Danke, mein Schatz. Das war's. Ich muss lachen, schon wieder umgezogen, die ganze Zeit neuer Look. Ey, das hat so viel Spaß gemacht, die Bilder nachzustellen. Ich würde am liebsten die Bilder alt und neu ausdrucken und irgendwo hinhängen. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, vielleicht in einer anderen Art und Weise, dass wir Pinterest-Bilder oder so Couple-Bilder darstellen, die so vielleicht die besten, krassesten Pärchenbilder, die man zu Hause machen kann. Aber dann müssen wir uns besser vorbereiten. Ja. Vielleicht auch sollten wir was probieren, wo einer den anderen so hochnehmen muss. Gott. Weil wir haben es probiert, es war eine absolute Katastrophe. Und ich dachte eigentlich, dass ich voll gute Beinmuskeln habe, da war nur Gummi. Überhaupt nicht funktioniert. Also gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr Bock habt, auf den Teil 2, wo wir andere Pärchenbilder nachstellen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ne? Wir haben euch richtig doll lieb. Wir sehen euch. Tschüss. Tschüss. Mein für alles. Wir haben euch riesig doll lieb.